Was geht ab, Schoko-Freunde? Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Lucky Race. Heute mal wieder mit einer Challenge. Und zwar muss ich bei jedem Jump-Fail alle Items wegschmeißen. Ja, mein ganzes Inventar muss ich clearen, aber ich schmeiße erstmal das hier weg, weil das macht mich langsam. Wir haben beim letzten Mal die Challenge gemacht, dass ich pro Jump-Fail mein bestes Item wegwerfen muss. Davor die Challenge, dass ich pro Jump-Fail irgendein Item wegwerfen muss. Und heute die Challenge, dass ich pro Jump-Fail alle meine Items wegwerfen muss. Oh mein Gott, ich bin wirklich runtergefallen. Alle meine Items wegwerfen muss, das ist jetzt sehr belastend. So, Jump Fail, ich muss alles wegschmeißen, Freunde. Let's go, das ist sehr, sehr belastend jetzt. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich keine Jump Fails haben werde, denn beim letzten Mal habe ich es auch hinbekommen, ohne Jump Fails ins Ziel zu kommen. Ey, was mache ich denn jetzt? Es ist der Anfang und ich falle einfach runter, Freunde. Das kann mir doch keiner erzählen, Mann. Okay, schreibt gerne mal in die Kommentare, was denkt ihr, wie viel Jump Fails werde ich bekommen in diesem Jump'n'Run hier. Ich tippe auf 2, weil ich bin ja schon zweimal runtergefallen und jetzt strenge ich mich an und fall kein Mal mehr runter, habe ich gehört. Wäre cool, wenn ich Items kriegen würde. Das waren jetzt alles Sachen, mit denen kann ich nichts anfangen. Jetzt kommt ein Monster, alles klar. Ich will nur ein Item haben, bitte. Ich möchte nur ein paar OP-Items und vielleicht jetzt noch ein bisschen. Okay, dann noch Cobweb. Vielleicht ein bisschen Dia-Rüstung. Wie wäre es damit? Dia-Rüstung, Dia-Schwert, nehme ich sehr gerne. Mal sehen, ob wir es schaffen, hiermit eine Runde zu gewinnen, Freunde. Ist ja wirklich komplette Glückssache. Wenn ich das jetzt hier nicht schaffe, First Try, dann mache ich, denke ich mal, noch eine zweite Runde. Mehr Tries machen wir aber wahrscheinlich nicht. Vielleicht 3, höchstens 3, mal sehen. Deswegen drückt mir die Daumen, dass ich jetzt keine Jump Fails mehr habe und die besten Items der Welt kriege und dadurch hoffentlich noch das PvP gewinnen kann. Bis jetzt kriege ich aber fast nur Monster und ein paar Damage-Tränke. Oh nein, Edgars. Ah, die bringen halt Dias. Jetzt muss ich mit der Faust töten oder was? Das dauert ja 10 Jahre. War das hier ein Schwert drin vielleicht? Schwert, Schwert. Okay, ein bisschen Rüstung. Okay, ich weiß nicht, ob sich das lohnt, die Edgars mit der Faust zu töten. Weil das kostet mich halt jetzt mega viel Zeit, ne? Und dadurch komme ich vielleicht nicht ins Ziel. Ich mache das jetzt einfach mal. Hallo? Okay, ja, okay. Ich kicke einfach alle Edgars runter. Das ist auch gut. Ach komm, ich springe einfach weiter. Ja, das kostet hier zu viel Zeit. By the way, habe ich den YouTuber-Rang jetzt auf dem RandyMC-Server bekommen, Freunde. Man sieht es auch rechts im Scoreboard auf jeden Fall. Fettes Dankeschön an Timo, der das Ganze, ja, mehr oder weniger möglich gemacht hat. Und da für mich nachgefragt hat beim Team und alles. Weil eigentlich erfülle ich die Anforderungen noch nicht zu 100%. Deswegen sehr, sehr cool, dass ich den Rang jetzt schon bekommen habe. Das war gerade sehr knapp. Ich dachte, ich falle runter. Ich hatte schon Angst. Deswegen kann ich jetzt endlich mal genickt in der Runde sein. Und werde hoffentlich weniger gefokust. Wobei es in den Aufnahmen ja meistens geht mit dem Fokus, ne? In Streams ist es eher ein bisschen schlimmer. Da kann ich mich jetzt zum Glück auch endlich nicken. Okay, der Mulm 8i ist schon relativ weit vorne. Das gefällt mir gar nicht. Checkpoint 10 ist der schon. Ich bin gerade mal bei Checkpoint 7. Und habe viel zu viel Zeit am Anfang verschwendet und durch die Edgars. Das heißt, ich glaube, wir kommen nicht ins Ziel. Da ist ein Dia-Block, den kann ich leider nicht abbauen, weil ich musste meine Pickaxe ja wegschmeißen vorhin. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe hier schon keine Hoffnung mehr für diese Runde. Obwohl ich eigentlich schon ganz gut Dia-Rüstung habe, ne? Also ich meine, ich habe eine Chestplate, ich habe einen Helm. Und ansonsten habe ich halt Eisenschuhe und sowas. Ich bin halt halb Full Dia, ne? Das heißt, es könnte eventuell noch klappen, dass wir volle Dia-Rüstung kriegen. Ein Schwert wäre halt sehr gut. Wenn ich Pech habe, habe ich kein Schwert. Weil ich kann mir ein Schwert craften, aber... Oh mein Gott. Ja, egal, ich muss runterspringen, ne? Okay, das war's mit der Runde. Ich habe gar keine Chance mehr. Ich muss jetzt nochmal all mein ganzes Stuff wegschmeißen. Ey, das kann doch nicht sein. Ich mache einmal diese Challenge und dann habe ich schon 3 Jump-Fails jetzt. Davor das Mal, wie gesagt, bei der letzten Challenge hier, hatte ich 0 Jump-Fails. Und bei der Challenge davor hatte ich 1 oder 2 Jump-Fails. Glaube ich auch nur. Das ist ja nix. Und jetzt habe ich hier schon 3. Jetzt bei der schlimmsten Challenge von allen. Vor allem, wir sind kurz vorm Ziel, Freunde. Da vorne ist, glaube ich, schon... Oder? Ja, wir sind doch noch nicht kurz vorm Ziel, oder? Ich glaube, ein bisschen dauert es noch. Jetzt habe ich auch meine Dia-Schuhe. Hätte ich noch meinen Stuff von davor, dann wäre ich jetzt halt fast Full Dia, ne? Dann wird nur noch die Hose fehlen und halt eventuell ein Schwert. Wir sind kurz vorm Ziel. Hier ist schon das Ziel, Freunde. Und ich habe gar keinen Stuff. Emerald Block wäre mega geil, wenn ich, Dingens hätte, ne? Eine Pickaxe. Okay, wir gehen ins Ziel rein. Ich ziehe schon mal meine Schuhe an. Hier kann ich ja keine Jump-Fails mehr bekommen. Und ich kriege einen Bogen. Ich hätte gerne ein Schwert bekommen. Oder... Ja, ein Schwert eigentlich nur gerne. Ja, die Runde ist lost. Ich kann gar nichts machen. Was ist hier drin? Bitte was Gutes. Jo, und die Monster killen mich hier gerade noch. Ich kann gar nichts machen. Ich spring mal wieder zurück. Ich darf hier... wobei, ich darf hier nicht runter. Zählt das jetzt als Jump-Fail? Okay, wir haben die Runde verloren. Ich muss alles wegschmeißen, oder? Das war ja ein Jump-Fail, so gesehen. Weil mich das gelernt. Ich hab nichts. Ich kann gar nicht gewinnen. Ja, wir machen es mal so schnell wie möglich. Ich renne einfach mal auf die Leute zu und, sterb einfach direkt, ne? Wie er mich mit Damage-Strecken killt. Junge, ich habe keine Rüstung an. Ich schlag dich mit der Faust. Du hättest dich mit allem angreifen können. Stattdessen verschwendest du deine Damage-Strecke an mir. Warum? So, ist das der hier auch gewesen? Ist das der gleiche? Ja, ne? Junge, ich zerstör dich. Komm, Boxkampf, Junge. Boxkampf, ich mach dich fertig. Mann, hätte ich ein Schwert und Rüstung, wäre der ja so tot gewesen. Aber ich habe nichts. Was mit ihm hier? Junge, komm, Boxkampf, Alter. Komm, komm. Wer traut sich, hä? Traut sich irgendjemand Bock auf einen Boxkampf? Ohne Schwert? Komm, ohne Schwert. Nur mit... Okay.
Er nimmt auch das Schwert. Er packt direkt die unfairen Mittel aus. Gut, zweite Runde, Freunde. Hoffen wir mal, dass die ein kleines bisschen besser läuft als gerade. Oder am besten sehr viel besser, weil gerade bin ich ohne Stuff. Ich war ohne Stuff im Finale. Junge, ich konnte mich nicht gegen die Monster wehren, die da gespawnt sind. Und wurde, hab mich dann vom Skelett runterschießen lassen. So ärgerlich. Okay, ich werde mich sehr, sehr doll anstrengen jetzt. Wir werden jetzt null Jump-Fails hinkriegen, okay? Passt auf, wir kriegen das hin. Ich darf nur nicht runterfallen. Das ist nicht so schwierig. Das ist Lucky Race. Das Modul hier sollte eigentlich auch nicht so schwierig sein. Das heißt, hoffentlich kriege ich das hin. Das ist ein älteres Modul. Das ist nicht so schwer. Wir schaffen das, Freunde, okay? Tryhard-Modus aktiviert. Wir springen jetzt ganz entspannt durch hier. So, nicht zu sehr stressen, Ryan, du kriegst es hin. Checkpoint mitnehmen. Ich meine, was habe ich alle schon für Challenges geschafft in Lucky Race? Wir haben damals die No-Checkpoint-Challenge geschafft. Da habe ich keinen Checkpoint angesammelt und bin ins Ziel gekommen. Und jetzt mache ich hier, wisst ihr, hier muss ich es nur schaffen, keine Jump-Fails zu bekommen. Oder wenigstens nur am Anfang einen Jump-Fail oder so. Und das kriege ich dann nicht hin, oder was? Ich habe schon viel, viel schwierigere Sachen gemacht, aber auf einmal läuft nicht mehr bei mir, Freunde. Oh, das wollen wir nicht mitnehmen. Das schmeißen wir mal weg. Aber was sich viele auch noch gewünscht haben, ist die Challenge, dass ich gar nichts aus dem Inventar schmeißen darf. Das können wir gerne auch als nächstes machen. Falls ihr Bock habt, lasst gerne mal ein Like da oder schreibt es in die Kommentare oder sowas. Dann machen wir vielleicht als nächstes die Challenge, dass ich gar kein Item wegschmeißen darf. Weil das ist natürlich auch mega schwierig, ne? Gerade haben wir zum Beispiel ein Item bekommen, wodurch ich Übelkeit durchgehen kriege. Wenn ich das nicht wegschmeißen darf, ist das richtig krass. Und manchmal kriegt man hier ganz viele Trash-Items. Irgendwie ganz viel Goldrüstung oder so. Und dann kann ich ja nichts anderes mehr aufsammeln. Das heißt, wenn das passiert, wäre das halt auch ziemlich blöd. Ja, das wird dann komplette Glückssache sein. Entweder ich kriege guten Stuff und es geht alles klar, oder ich krieg nur Trash-Stuff, mein Inventar ist direkt voll und ich kann die guten Sachen nicht mehr aufsammeln, oder ich krieg sowas wie ein Übelkeits-Item. Ich meine, guckt euch mein Inventar jetzt an, das ist schon fast voll, Freunde, und wir sind bei der Hälfte vielleicht vom Jump'n'Run, wenn überhaupt. So, wenn ich jetzt die Challenge spielen würde und jetzt gleich noch Dia-Rüstung bekommen würde, ich könnte die nie im Leben anziehen, weil mein Inventar einfach durchgehend voll wäre. Aber gut, bis jetzt schlagen wir uns ganz gut. Wir sind auch auf dem zweiten Platz gerade. Der Typ ist nur einen Checkpoint weiter und der Checkpoint ist hier vorne direkt. Das heißt, wenn wir uns jetzt nicht komplett blöd anstellen, kommen wir ins Ziel und haben ganz viel Stuff. Mein Inventar ist aber gleich echt schon voll. Das macht mir hier langsam Sorgen. Auch noch ein extra Herz. Okay, Zaunsprünge. Hier könnte ich jetzt runterfallen, aber jawohl, oh mein Gott, okay, da hatte ich ein bisschen Angst. Das Einzige, bevor ich noch Angst habe, ist, dass mich ein Zombie oder so runterkickt. Das gleich. Nein. Weil wenn ich jetzt sterbe, zählt das auch als Jump-Fail für mich. Also ich darf einfach nicht sterben. Das hätte ich vielleicht so sagen sollen und nicht nur Jump-Fails. Ich darf einfach nicht sterben im Jump-Run-Teil. Aber die Monster haben wir zum Glück auch überlebt. Jetzt haben wir hier wieder Zaunsprünge. Wenn ich hier runterfalle, sterbe ich ja noch nicht. Von daher passt das. So, zack, zack. Nächster Checkpoint. Freunde, sieht sehr gut aus bis jetzt. Ich kann aber gerade gar nicht einschätzen, wo das Ziel ist. Ich habe zwar dieses Modul schon so oft gespielt, aber ich weiß gerade gar nicht mehr, wann das Ziel kommt und wie das Ziel aussieht. Weil ich glaube ein bisschen... Ah, da vorne ist das Ziel sogar, oder? Ich bin mir gar nicht sicher, weil wenn das Ziel ist, dann sind wir ja schon fast da. Das sind so Lucky Rabbits. Ich glaube, die geben mir sogar Lucky Blöcke, oder? Ich glaube, das hat mir mal jemand gesagt, weil ich baue die irgendwie... Oder ich töte die Lucky Rabbits irgendwie nie. Ich teste das gleich mal. Aber ich weiß halt auch nicht, ob das zu viel Zeit kostet, wenn ich die jetzt kille. Oh, warte, die Goldäpfel, die nehme ich auf jeden Fall mit. Aber mein Inventar ist voll. So, ich ziehe einfach mal die Dia-Rüstung an. Okay, ich darf nicht sterben, das wäre jetzt richtig ärgerlich. Ja, die droppen wirklich Lucky Blöcke. Okay, gib mir noch deinen Lucky Block. Und den packen, die packen wir dann nachher aus. Ah, okay. Ich erinnere mich an das Modul. Ich weiß jetzt, wie das Ziel aussieht, oder? Ist es das, was ich denke? Dann sind hier diese Leitersprünge. Doch, okay, ja, das heißt, da hinten ist wirklich schon das Ziel. Aber wir haben noch ein paar Sprünge, die ein bisschen schwieriger sind. Aber hier ist es eigentlich schon... Ich glaube, ich kann gar nicht mehr so viel runterfallen, um ehrlich zu sein. Ich habe nur Angst, dass ich ein bisschen zu langsam unterwegs bin. Mein Inventar ist halt mega voll. Ich muss es gleich mal aussortieren. Aber egal. Deswegen, wie gesagt, wenn ich jetzt die Challenge machen würde, dass ich nicht aus dem Inventar droppen darf, dann wäre es auf jeden Fall schrecklich. So, hier kann ich sowieso nirgendwo runterfallen. Beziehungsweise hier würde ich nicht sterben, wenn ich runterfalle. Die Sprünge hier sind eigentlich relativ einfach. Boah, es ist so schlimm, ne? Weil wenn ich jetzt wirklich runterfalle, ist alles weg. Dann war alles umsonst. Alle Items sind weg. Und ja, so, wo ist denn der andere? Ist der schon, okay, der ist schon da vorne irgendwo. Oder bei 9? Kommt da noch, ach stimmt, da kommt noch ein Checkpoint. Okay, letzte Sprünge, wo ich runterfallen kann, Freunde. Das ist der letzte schwere Sprung hier. So, oh mein Gott, okay. Und? Jawohl, geschafft. Jetzt darf ich nur kein Monster killen. Da, du gehst ganz schnell weg, Junge. Gar keinen Bock auf dich. Und dann würde ich sagen, kommt das hier kommt weg. Und ich warte mal noch. Der eine Typ ist eh noch nicht ins Ziel gegangen. So, ich habe bessere Dia-Schuhe mit am Start. Ich bräuchte noch ein Dia-Schwert oder so. Wenn ich jetzt im Ziel ein Illuminatenschwert noch kriegen würde, dann wäre das natürlich mega nice. Ah, ich kann auch mal ganz kurz meine Lucky-Blöcke hier abbauen. Nur keine Monster. Ah, ist das dein Ernst? Nein! Wie soll ich denn jetzt hier vernünftig springen? Okay, ich muss das erst alles abbauen. Komm, ich gehe einfach einmal ins Ziel, würde ich sagen. YOLO-mäßig hier. Die Strings packe ich mal ganz kurz weg. So, und so, was kriegen wir? Illuminatenhelm.
Nehme ich auf jeden Fall, ne? Geht besser, aber kann man machen. Wenn ich jetzt halt einen Halloween-Potion abkriege, wäre das richtig belastend. Und hier ist noch eine Dia-Hose drin. Die habe ich leider schon. Eine Dia-Chestplate. Das ist das Einzige, was mir fehlt, ne? Ich weiß gar nicht, was ich wegschmeißen soll, Leute. Ich habe so viel Stuff. Ich habe also, warte mal, ich habe ja Sticks. Dafür könnten wir uns mal ganz kurz eben ein Dia-Schwert craften hier. So, zack, zack, zack. Okay, und ich lasse mich einfach erstmal porten. Junge, ich blicke hier gar nicht durch. Kann ich irgendwas verzaubern? Brauche ich überhaupt irgendwas? Meine Schuhe könnte man vielleicht noch verzaubern. Aber die kann ich gar nicht ausziehen, weil ich full bin. So, oh, da vorne ist ein Gegner. Schnell Schuhe, Protection. Zack, zack. Und let's go! Freunde, wir haben es mit 0 Jump-Fails geschafft. Wir sind im Finale. Alles, was ich jetzt noch hinkriegen muss, ist das PvP-Gewinnen. Es ist, wie gesagt, der letzte Try. 2 Versuche habe ich mir jetzt gegeben. Das heißt, ja, wenn ich jetzt nochmal das PvP verliere, dann war es das. Der blaue Phönix, war der nicht gerade schon mit in meiner Runde? Weiß ich gerade gar nicht mehr genau. Aber der hat zum Glück nicht so guten Stuff. Oder kommt schon direkt der nächste. Moin, was geht ab, mein Freund? Der hat kein Dia-Schwert. Stimmt, ich habe ja eine... Oh, Junge, ich brauche eine Dia-Chestplate. Komplett vergessen, dass ich davon keine habe. Hinter mir ist noch ein Gegner, der macht mir gerade ein bisschen... Ah, das ist wieder nur der blaue Phönix, okay. Der Arme, der hat gar kein Schwert. Der hat nur diese Autogrammkarte. Und okay, den haben wir auch. Leute, bis jetzt sieht sehr gut aus. Aber es sind halt auch richtig viele Leute in der Runde. Das heißt, wenn ich Pech habe, geht gleich noch irgendwas schief. Ich würde ganz gerne erst dem ohne Helm killen. Für Regenerationsbuff. So, dankeschön. Dann würde ich ganz gerne dich noch eben killen. Oh, guck mal, das sieht auch sehr, sehr gut aus hier. Komm schon, jawohl. Nächste Down. Gibt es noch Leute, die noch ein Leben haben? Anti-T7 oder das Achteck? Die soll ich vielleicht suchen, weil wenn die eine Dia-Chestplate haben, so, das ist das Einzige, was mir fehlt. Wenn ich die noch kriege, habe ich mega gute Chancen. Da ist jemand anderes, eins Puma. Jetzt finde ich einfach gar keinen Gegner mehr hier. Junge, oh, da hinten ist das einer von denen. Nein, das ist auch irgendein anderer. Junge, ich brauche jemanden, der nur noch ein Leben hat. Komm, ohne Dia-Chestplate am besten. Was ist da vorne los? Das Achteck! Das Achteck muss ich killen. Der hat eine Dia-Chestplate und der hat nur noch ein Leben. Nein, 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 das ist mein Kill. Oder ich brauche zumindest den Loot davon. So, ich kill auch gerne dich. Ist mega. Ja, mein Loot, komm schon. Das passiert mir so oft, dass ich irgendwie Loot von Gegnern kriegen würde und dann werde ich weggesnackt von der Seite. Oh, wo kommt Felix her? Felix will sich jetzt den Loot gönnen. Ich glaube, ich sterbe hier. Ah, ja, wobei. Komm schon. Ganz kurz einen Heiltrank gönnen. Ich muss Felix... Nein! Oh, ich brauchte den Regenerationsbuff. Oh mein Gott. Oh, das ist gar nicht gut. Ich brauche doch den Loot, Junge. Die hatten beide eine Dia-Chestplate. Vielleicht liegt da noch eine rum, wenn ich Glück habe. Ich muss mal ganz kurz wenigstens hier so ein bisschen Trash aus dem Inventar schmeißen, so, dass ich da vielleicht gleich noch Loot bekomme. Ich weiß gerade gar nicht, wo das war. Irgendwo am Rand. Ah, aber ich werde hier von der Seite angegriffen. Junge, ich suche nur Loot. Ich will dich gar nicht fighten, okay? Ja, komm, dann kämpfen wir einfach eben. So, nimm nochmal einen Damage-Trank zur Sicherheit. Da müsste ich den nämlich eigentlich kriegen. Nein, jetzt renn doch nicht weg. Komm schon. Junge, ich... Hat der noch mehrere Leben? Ja, der noch 2 sogar. Wir haben den Kampf jetzt schon angefangen. Ich habe einen Damage-Trank für dich gewastet. Ich werde dich jetzt verfolgen. Ist mir komplett egal. Ich brauche den Kill. Ich muss alle killen mit einer Dia-Chestplate, solange ich noch Tränke habe und die halt nutzen kann zur Sicherheit. Wie jetzt einfach wirklich die ganze Zeit wegrennt. Junge, du rennst gerade in eine Sackgasse. Das ist dir schon klar, oder? Oh, hier liegt Loot rum. Vielleicht liegt da eine Dia-Chestplate. Das müssen wir gleich mal nachgucken. Aber erstmal killen wir den guten Boy hier eben. Ach komm. Ey, wie viel AP hat der Typ denn noch? Ich muss hier gleich zurückrennen, um zu gucken, ob da eine Dia-Chestplate war. Oh, komm schon, komm schon. Warum rennt der weg, wenn er so viel aushält? Ich verstehe es nicht. Guck mal, der hätte doch easy noch einen Turnaround machen können. Jetzt nutzt er sogar noch einen Heiltrank. So. Junge, bitte. Zack, und da ist er down. Perfekt. Ich renne mal zurück. Aber jetzt kommt mir da jemand entgegen. Nein, ich will nur gucken, ob ich eine Dia-Chestplate bekomme, Junge. Mehr nicht, mehr nicht. Okay, zack. So. Ah, das gefällt mir nicht, Leute. Das gefällt mir gar nicht. Kurz einen Heiltrank noch geben hier. Dann vielleicht nochmal ganz kurz einen Heiltrank. Damage-Trank. Der ist dann noch keinmal gestorben, der Typ. Ich renne kurz hier hin. Ich will einmal durch den Loot rennen. War da eine Dia-Chestplate? Zack. Ich glaube nicht, um ehrlich zu sein. Aber das müssen wir gleich mal genau gucken. Ich glaube, der killt mich. Nein, der hatte sogar nur noch ein Herz. Okay, letztes Leben, Freunde. Dia-Chestplate habe ich leider immer noch nicht. Und ich kann mir auch keine craften. Mir fehlt genau ein Dia. Aber ich habe ja noch ganz viele Goldäpfel, ne? Die könnte ich mal essen. Aber hier ist wieder der Every-Mac. Und der hat auch nur noch ein Leben. Das heißt, wenn wir den irgendwie bekommen, Freunde, dann habe ich richtig gute Chancen. Komm schon. Hauptsache, der rennt jetzt nicht gleich wieder 10 Jahre weg. Problem ist, er hat natürlich immer noch besseren Stuff als ich. Komm schon, bitte. Bitte, bitte, bitte. Nein, hinter mir ist ein Gegner. Nein, snap mich nicht weg. Snap mich nicht weg, Junge. Bitte. Zack, bitte krieg Feuerschaden. Er kriegt keinen Feuerschaden, oder? Oh nein, das heißt, ich kann gar nicht vernünftig wegrennen hier. Junge, Mann, ich habe doch die Dia-Chestplate da jetzt rumliegen. Geh auf wen anders. Nerv nicht mich, bitte. Junge, zack. Ich bin so down, Leute. Ich bin so down. Oh mein Gott, kriege ich ihn irgendwie gekillt? Zack, zack. Dann nochmal ganz kurz das hier mir gönnen. Oh, der Goldapfel ist nicht durchgegangen. Nochmal ganz kurz jetzt aber. Goldapfel. So, ich muss ihn irgendwie... Ich habe keine Pfeile mehr. Ich muss ihn einmal kriegen jetzt, ansonsten habe ich ein Problem. Der ist noch keinmal gestorben, ist jetzt der Typ, ne? Nein. Oh mein Gott, okay, ich hab ihn. Ganz schnell zu der Dia-Chestplate. Wehe, die ist ja jetzt schon nicht mehr. Nee, er ist bei der Dia-Chestplate gespawnt, Alter. Ich glaube es nicht. Nee, Alter, jetzt nimmt er meinen Loot. Junge, ist es dein Ernst? Als ob er der spawnt. Wie viel Pech habe ich bitte? Vor allem, ich habe gerade gesehen, der hatte die Dia-Chestplate in der Hand.
Der hat die mir einfach weggesnackt. Und meine Chestpad ist gleich kaputt, Freunde. Ich renne erstmal weg. Vielleicht liegt die da irgendwo wieder. Und vielleicht geht der Typ mal auf wen anders und nicht nur auf mich. Ah, der geht wieder auf mich, Leute. Brauche nur die Dia Chestplate. Vielleicht liegt die da jetzt noch. Der Typ ist halt noch instant hinter mir hier. Dia Chestplate, Dia Chestplate. Ich glaube, die liegt da noch. Yes, 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 yes. Zack, zack. Okay, wir haben die Dia Chestplate. Aber der Typ ist auch schon bei mir und hat mir jetzt Free Hits gegeben. Ich glaube, der killt mich wahrscheinlich leider trotzdem. Ganz kurz noch einen Goldapfel snacken. Okay, so, jetzt haben wir eine Chance. YOLO, Freunde, YOLO. Der hat mir Slowness gegeben. Ah, jetzt rennt er auf einmal weg. Gibt sich noch einen Heiltrank. Ich habe halt nichts, was ihm vernünftig Schaden macht. Ich habe noch einen Feuerstern, aber der kriegt keinen Feuerschaden. Das haben wir vorhin ja schon getestet. Komm schon, bitte. Oh, jetzt rennt er wieder weg. Okay, ich esse noch einen Goldapfel. Oh, und da kommt von der Seite der gute Anti-T7. Nein, geh nicht auf mich. Ich bugge rum, ich bugge rum. Och, ich kann mich nicht bewegen, Leute. Hä? Nee, ihr seid mir nicht der Hackt. Ich kann ihn nicht hitten. Ich bugge rum oder der Typ hackt. Ich bugge aber einfach. Ich kann nichts machen. Junge, was ist das denn jetzt? Seht ihr, ich kann mich nicht bewegen. Oh mein Gott. Ey, nee, nee. Das gucke ich mir jetzt aber noch an. Ich glaube, der hackt nicht mal. Ich glaube, es hat einfach bei mir gebuggt, ne? Die wollten einfach, dass ich den Ding jetzt nicht gewinne. Die Challenge nicht gewinne. Ich will das jetzt sehen. Kann er den hitten? Ich glaube, ich war einfach nur verbuggt gerade, oder? Bitte fightet. Der Typ rennt auch nur noch weg jetzt die ganze Zeit, ne? Da ist noch wer anders. Komm. Ich will nur sehen, ob ihr den hitten könnt. Leute, es hat gleich der gewonnen, der in der Mitte ist. Ist euch das nicht bewusst? Warte mal, kann man den hitten? Doch, okay, der kann den irgendwie schlagen. Dann war ich einfach gerade verbuggt. Das ist natürlich mega belastend. Ja, gut. Der gute Hengo hier vorne hat jetzt auch gewonnen, weil er Richtung Mitte gerannt ist. Ich würde sagen, Freunde, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Challenge habe ich leider nicht bestanden. Richtig unlucky. Einfach, weil ich am Rumbuggen war. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Aber gut, ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns morgen um 16 Uhr bei einem weiteren Video wieder. Ciao.